Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinen YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder mit meiner werten Großmutter, 1925 geboren. Wir haben uns in den letzten Folgen schon über ihre Kindheit in der Weimarer Republik und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterhalten, den Tod des Vaters, der sehr einschneidend war. Und jetzt sind wir im Jahr 1944 angekommen. Und ja, was ist da passiert, liebe Großmutter, liebe Oma? Wir hatten ja geschlossen mit dem Abbruch, den sehr nicht vorgesehenen Abbruch des Studiums in Leipzig, weil wir als erstes Semester alle Studenten, also alle Studenten des ersten Semesters wurden zum Kriegshilfsdienst eingesetzt. Mhm. Das heißt, das Studium war völlig unterbrochen und zwar auf unbekannte Zeit. Mhm. Was nun kam, möchte ich auch doch einleiten, weil das eine ganz bestimmte Lebensphase von mir betrifft. Ich muss noch mal auf meines Vaters Tod kommen. Ich hatte mir an seinem Grab einen Spruch eingeprägt, der in seiner Praxis gehangen hat. Da heißt, ich will gut sein und glücklich machen. Ich will wandeln Leid in Dank und Lachen. Lass mich Sonnenschein vielen Menschen sein, dass ein Segen walte, wo ich gehe und schalte. Und das war mein Leitspruch für mein Leben. Was nun kam, war sehr viel unpoetischer, sondern wir wurden in einer Schuhfabrik eingesetzt, die Militärstiefel herstellte. Das waren mehrere Sorten, und zwar ein für Sommer, will ich mal sagen, aus festem Leder, das sehr schwer zu behandeln war, und im Winter dann mit Filzstiefeln, die auch, das war ja nun erstmal Sommer noch. Ich wurde in einer Abteilung einer Schuhfabrik eingesetzt, die nannte sich die Zwickerei. Und in der Zwickerei. Sag nochmal, ich wurde in einer Schuhfabrik. Ja, ich wurde in einer Abteilung eingesetzt, das war die Zwickerei, und in dieser Zwickerei war die Einbinderei. Und einbinden heißt, dass man an einen Schuh, der auf einem Holzblock aufgesetzt worden war, die Brandsohle unten annähte. Mhm. Und die Brandsohle wurde angenäht mit Hilfe einer Ahle, die man in der Hand hatte, und wir mussten das Leder durchstechen, also einmal die Brandsohle, die Brandsohle und dann das Leder der Oberseite. Mhm. Und das musste nun angenäht werden mit Pechdraht. Mhm. Pechdraht war ein Strick, der mit Pech eingeschmiert wurde. Aber muss dann natürlich irgendeine Nadel oder irgendwas her. Und die Nadel war ein gebogener Draht, diesen Pechdraht einfädelte. Und durch die Löcher, die man gestochen hatte mit der Ahle, durchziehen musste, ganz fest anziehen musste, und dann kam der nächste Stich und man musste das also sehr doll anziehen. Das war sehr anstrengend für die Hände, und eine Studentin, die anfing mit Pechdraht zu arbeiten, kann man sich vorstellen, wie die Hände abends aussahen. Also es waren nur noch Klumpen. Wir kriegten aber dann einen Schutz aus Leder um die Finger hier, und konnten wenigstens beim Anziehen die Hände doch einigermaßen schonen. Das hatte zur Folge, dass ich nach einem Vierteljahr Sehnenscheidenentzündung kriegte und das gar nicht mehr machen konnte. Mhm. Aber die Arbeit, die ich dann ausführte, war nicht weniger anstrengend. Mhm. Es waren in dieser Abteilung der Einbindereien, das machten alles Frauen. Und zwar, die waren
Hausfrauen, also es wurden ja sowieso alle Frauen eingesetzt im Krieg, und nicht alle, aber die meisten Frauen, weil es ja rein vom Einkommen, ja, die Männer waren ja nicht da, die kriegten zwar Wehrsold, aber ob der nun ankam oder nicht ankam, also wie gesagt, die Frauen mussten mitarbeiten. Und es waren alles sehr nette Frauen, wir haben uns sofort verstanden, eben in diesem Spruch im Nacken bzw. im Gedächtnis, ich will mich auch mit allen verstehen und ich will auch nie zeigen, das weiß ich ganz genau, die sollen sehen, dass eine Studentin auch arbeiten kann und zwar schwer arbeiten kann. Und ich habe immer großen Respekt vor diesen Frauen gehabt. Und wir haben uns nie gezankt oder irgendwas, sondern immer viel Spaß miteinander gehabt. Aber das kommt nachher noch. Die ersten Wochen waren, wie gesagt, sehr schwierig und sehr schwer und sehr schmerzhaft, will ich mal sagen, für einen, der mit solcher Arbeit nie verbunden war. Aber die Tatsache, dass man sich einreihte in diese Einheit von Frauen, die schwer arbeiteten, das konnten die nun langsam auch. Das hat mir schon gut getan und sie haben das auch anerkannt. Nicht wahr? Naja, wie war es denn beim Studium und da hast du nicht so lange viel arbeiten müssen. Ich sage, das war nur eine andere Art von Arbeit. Aber naja, aber das ist mir schön. Und wenn irgendwas nicht klappte, wenn man sich, wir mussten ja das Oberleder auch einschneiden, die Rundung war das, die so sehr schwer war. Ach so, und dann musste der angezogen werden, hat sich ja gesagt, der Strick, und dann musste man mit einem Hammer nachklopfen. Und vor einem stand ein Schemel, ein runder Schemel, da hatte man sein Werkzeug drauf, also Aale, die Nadel, dessen fällt mir vielleicht noch ein, wie wir die genannt haben, dann den Hammer und das Messer, wo man einschneiden musste. Und wenn das mit der Rundung da oben nicht klappt, das war sehr schwer, dass das glatt blieb, sondern meistens wurde das hucklig und bucklig. Da war ein alter Schuster da und der reparierte dann und das, was wir verkehrt gemacht hatten. Es war ein kleiner Mann und der in der Horde von Frauen war ein großes Hilfsmittel. Es dauerte nicht lange, dann etwa zwei, drei Monate. Dann kam meine Schwester auch mit in die Einbinderei. Die war eigentlich als Krankenschwester eingesetzt nach dem Arbeitsdienst in Naumburg in einem Lazarett. Sie hat aber dann gesagt, die Fahrerei, das war sowieso schwierig in der Kriegszeit. Wie sollte man da so schnell hinkommen und dann hinten nach Naumburg kommen und zurück, also wieder nach Hause und dann mit mir in die Schuhfabrik. Ein Bild aus dieser Zeit, das oder das ist hübscher noch. Ja, blenden wir beide mal ein. Ja. Sie fügte sich auch genauso gut ein, wie ich mich eingefügt hatte. Wir wussten, es war Krieg, wir mussten mithelfen, Krieg zu gewinnen, wenn man es so sagen will. Kriegswichtige Tätigkeit. Kriegswichtige Tätigkeit. Und wir haben dann etwas später auch, dadurch, dass wir das gemacht haben, Zusatzverpflegung gekriegt. Also es war doch so, dass im Krieg ja nur auf Marken die Lebensmittel... Ab wann fing das mit den Marken an? Das fing gleich ziemlich zeitig an. Da ging es erst mit Butter los. Und ich habe nachher auch kann zeigen, die Marken, wie die aussahen. Okay. Also man kriegt ja dann pro Woche 15 Gramm Marmelade und 50 Gramm... Naja, das die kann Marken man anders hast du noch, ja? Na, ich habe sie mir besorgt, würde ich mal sagen. Also es sind keine, es sind Originale, aber nicht von mir, sondern von woanders. Okay. Also wir fügten uns gut ein und es ging eben los, dass wir jeden Tag von zu Hause aus, es war also die Fabrik, die war die Schuhfabrik Wolf in Weißenfels in der Beuditzstraße, die heute
zwar nicht die Fabrikräume, sondern das Haus des Fabrikdirektors oder Besitzers, Fabrikbesitzers, die steht heute noch und ist ein Frauenhaus geworden. Ah ja, okay. Und wir kamen dann von unserem Haus zu Hause einen kleinen Anstieg an, in der Beutelstraße, du kennst das, wenn man einbiegt da. Und da brannte, weil das jetzt nun dunkel wurde, brannte immer ein Licht in einem kleinen Haus. Hm. Und in diesem kleinen Haus mussten die Kriegsgefangenen leben. Aha, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also du hast eigentlich in der Schuhfabrik mit Kriegsgefangenen auch zusammengearbeitet. Sehr viel, ja. Genau. Welche Nationalitäten waren das? Meistens Franzosen, aber dann Ukrainer-Mädchen, sehr viel. Mhm. Und auch Serben. Mhm. Ja, das waren die meisten. Also so Ostgebiete, also, ja, also Frankreich. Ostgebiete, Frankreich und Galli, ja, Ukraine. Ja, okay. Und Frankreich, das waren nun die verschiedensten Gegenden aus Frankreich. Mhm. So, da habe ich den Anschluss jetzt an die Geschichte mit den Franzosen. Mhm. Wir sahen also immer das Lichtlein brennen und wussten, jetzt sind alle da. Die Franzosen, das, also meistens waren es Gefangene, aber es waren auch die freiwillig nach Weißenfels Arbeiter, die freiwillig nach nach Deutschland gekommen waren, also sogenannte Zivilarbeiter, die nicht in den Koreakrieg mit wollten. In Frankreich hatte damals auch den Krieg in Korea. Meinst du Korea oder Algerien? Nein, Korea. Korea? In Korea, Frankreich ja. hatte Krieg mit ja, Korea? Der, ja, der hat angefangen. Also, es war jedenfalls so, okay. Er hatte sich vor dem gescheut, dorthin zu gehen, wollte nicht mit dem Krieg in Korea, sondern er wollte in ein Land, wo kein Krieg eigentlich zunächst war. Wir wurden jeden Tag, die standen meistens dann in dem großen Heizungsraum und wärmten sich noch, es war ja, wurde ja Winter und wir kamen dann den Berg, den kleinen Berg rauf an diesem Heizraum vorbei und sagten dann immer Bonjour Monsieur und sie sagen Bonjour Mesdames und wir haben uns immer sehr höflich begrüßt und das war schon ganz interessant. Jeden Tag wurden entweder die Schuhe, die wir zu bearbeiten hatten, auf einem Rollwagen aufgesetzt für jeden. Der hatte seinen Rollwagen, kam an und musste das auch selber. Und da waren 16 Paar Schuhe drauf, also noch nicht fertige Schuhe drauf. Und den musste man an seinen Arbeitsplatz ziehen. Die standen auf irgendwelchen erhöhten an erhöhten Stelle und die hob ich dann runter und, aber das erzähle ich dann noch nach. Jedenfalls wurden diese, wir wurden nachmittags meistens, wurden die Schuhe gezählt, die nun inzwischen schon fertig werden könnten, damit die Zwicker wussten, wie viel sie dann zu arbeiten hatten. Und diese Arbeit, Anführungsstriche, leitete oder war zugeteilt einem Franzosen, der von allen Jacki genannt wurde. Jacki. Jacki war ein kleiner, fixer Mann und immer zu Spaß bereit. Das war, der war ein Zivilarbeiter. Und ja, und ein anderer kam dazu, der zählte, also Jacki, ja, na lass uns mal, also ein zweiter kam, der zählte nochmal dem. Und da die immer zählten, als Französin und so weiter, Französisch, packte mich da eines Tages die Neugier, was passiert, wenn ich jetzt auf Französisch antworte. Ah ja, okay. Und er fragte, wie viel hier, ich sagte, deux. Guckt er mich an. Ja, deux.
Ah, mademoiselle, vous parlez français. Oh, und nun ging es los. Ja, und er sprach, also ich verstand kein Wort, ich nickte immer brav. Ja. Und nun war es raus, die können Französisch. Ja. Und es war sofort ein Kontakt da. Ja, ja, ja. Und wurde dann, und dann kam eigentlich das, was ich vorhin erzählte, dass wir dann und diese Bonjour Monsieur gesagt haben. Genau, okay. Ja. Und natürlich merkten die Frauen das auch. Mhm. Ja. Und nun muss ich wieder zu, also die können Französisch und da können wir uns ja mal und so weiter unterhalten. Mhm. Nun kam Jacqui und Jacqui alberte immer irgendwie was rum. Der war nämlich so ein Privatkomödiant und erzählte immer irgendwas und machte irgendwelche Figurchen. Mhm. Ach Jacqui, hey, komm mal hier. Der, und dann Frau Müller, nee, die, ich hätte noch gar nicht Frau Taube, wie heißt denn Ochse auf Französisch? Ich sage Bœuf. Jacqui, Pef. Nun war es dann gut, dann ganz groß. Und Jacqui erzählte dann, das haben wir dann nachher gelesen, dass er als Clown immer auftritt mit einer Perücke, die sich im Kreis dreht. In Frankreich war In Frankreich noch, ah, okay, ja. Und allerhand Figuckchen, würden wir sagen. Ja. Er war ein Komödiant. Er war Komödiant. Was er eigentlich wirklich war, das haben wir, also ich habe es jedenfalls nicht mehr im Gedächtnis. Hm. Er war verheiratet. Hm. Ich wusste nachher auch, wie er heißt. Das kommt aber anders später. So also verlief die erste Zeit ganz interessant. Und wenn ich mal zum Beispiel einen den Wagen von dem Gestell nicht runterkriegte, da kam ein Franzose, hob mir den Wagen runter. Ich sage, oh, merci beaucoup, mademoiselle, votre servie. Ich bin euer Diener. Muss man sich vorstellen. Also ein anderer, der nur auch wieder gewusst hatte, der fragte mich dann immer, wenn wir Schluss hatten, wir mussten noch an den Stich, Stechuhr gehen und sagen, dass wir jetzt Feierabend hatten. Ah, mademoiselle, Cinema? Zu Hause? Also gehen Sie ins Kino? Ja, natürlich sind wir ins Kino gegangen. Wir sind ja dauernd ins Kino gegangen, weil Fernsehen gab es ja noch nicht. Und die Filme waren immer sehr lustig oder manchmal auch sehr ernst. Da müsste man ein ganz Kapitel dazu erzählen. Also mademoiselle, Cinema aujourd'hui? So verlief das also eigentlich sehr entspannt. Und natürlich, Täubchens mussten singen. Wir konnten gut zweistimmig singen, meine Schwester und sie. Sie hatte den Sopran und ich sang immer den Alt dazu. Also zweistimmig klang das immer. Und langsam arbeiteten wir uns ja zur Weihnachtszeit zu. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit gesungen. Die Frauen sangen alle erste Stimme und wir sangen dann die beiden Stimmen dazu. Und es war lustig, dann hatten wir auch Volkslieder gesungen. Und es war eigentlich eine sehr lockere Atmosphäre. Der Oberaufseher, der Meister der ganzen Abteilung, Zwickerei und Einbinderei, kam zwar immer mal gucken, aber er hat nie irgendwas gesagt, dass wir nicht mit den Franzosen koordinieren sollten. Also es wurde nicht darüber gesprochen, es wurde laufen gelassen. Es war auch so, dass die Ukrainer-Mädchen, die zwar nicht oft zu uns in die Abteilung kamen, die arbeiteten mehr in der Stepperei und das weiß ich auch nicht mehr. Und die wurden beschenkt vom Fabrikbesitzer mit Stoff, der aussah wie in ihrer Heimat. Ah, okay. Das waren schwarz-bunte, hängende Kleider. Ja, ja.
Und die hatten alle lange schwarze Zöpfe. Ja, ja. Und sah eigentlich immer wunderbar aus, wenn ja, die kamen. Ja, ja, wir wussten gleich, das waren die Ukrainerinnen. Ja, ja. Die sprachen natürlich Russisch oder ja, ja natürlich mussten sie Russisch. Ja, ja. Ja. Ja, so ging das weiter. Jetzt muss ich mal ein bisschen etwas aufschlagen. Mhm. Und zwar ein Buch, das ich natürlich wieder das Falsche habe. Kannst du mal ein bisschen unterbrechen? Mhm. Ich finde das nämlich nicht. Nein, ein Buch, das ich später geschrieben habe über diese Zeit. Genau. Und was es mit diesem Buch auf sich hat und worum es in dem Buch geht, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Also bis später und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.